Aber ich vergesse es doch auch. Oder? Sag, dass ich es vergesse. Dann fühle ich mich nicht so schlecht. Ich glaube, wenn wir die Waggons eingeparkt haben, würde es für mich auch heute für heute reichen. Dann haben wir gute 3,5 Stunden durch die Gegend gezogen. Aber danach bin ich dann auch für heute durch. Durch und gar. Beides. Apropos durch und gar, nachdem wir Freitag beabsichtigen, eines unserer Lieblingsrestaurants zu besuchen, wo es unter anderem auch Steaks gibt, falls ihr Fleisch esst, wie mögt ihr eure Steaks am liebsten? Oder sagt ihr, Fleisch, was ich auch verstehen kann. Ich versuche tatsächlich auch meinen Fleischkonsum runterzuschrauben. Das bedeutet, ich mache 1 bis 2 Tage komplett fleischlos in der Woche. Halte mich aber auch ansonsten. Also die anderen Tage lasse ich noch so, wie es ist, um einfach nur den Fleischkonsum runterzuziehen. Was da auch nicht bedeutet, dass ich an den anderen Tagen unbedingt schaue, wo ich noch eine Scheibe Wurst herbekomme, um irgendwie zu essen. Nein. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann esse ich es auch nicht. Aber gerade was Weggehen angeht, sage ich mal, da sind dann Leute, die wissen, wie man Zeug zubereitet. Da macht es dann auch viel mehr Sinn, auch tatsächlich was zu essen, was man sonst nicht isst. Ach ja, steht alles noch richtig. Da kann ich einfach durchblättern. Ich habe nur die leise Befürchtung, dadurch, dass wir hier schon so langsam sind, dass wir an diesem kleinen Stückchen Steigung dann später Probleme bekommen. Also, dass dieses kleine Stückchen Steigung zeigt, dass wir später Probleme bekommen. So rum. Das Stückchen hier, die 0,6%, die mit der DE2 oder 150 Tonnen Stahl Probleme gemacht haben. Ich glaube, hier war es doch nicht. Erst hinter der Kurve. Ja, wir können das Stückchen hier auf jeden Fall verwenden, um nochmal Geschwindigkeit aufzubauen.
Ja, da kommen nämlich die 1,8%. Die sind schon schwieriger. Jetzt wird's spannend. Richtig, jetzt wird's spannend. Ich verliere ein bisschen Geschwindigkeit, aber nicht zu viel. Machen wir mal unseren Treibstoff, unseren Schmieröl ein bisschen warm. Verlieren weiterhin Geschwindigkeit. Demnächst. Nee, es bleibt relativ stabil bei 40. In den roten Bereich für unser Schmieröl. Ich sollte mal weniger Öl geben. Da vorne kommt eine Kreuzung. Und ich glaube, hinter der Kreuzung müssten wir es geschafft haben. Und hier bin ich das letzte Mal da mit der D2 stecken geblieben. Ungefähr an der Stelle. Das war ein bisschen frustriert. Mit der Zugklinge doch tatsächlich sehr angenehm hier hochgekommen. Ja, da ist die Steigung geringer. Würden wir jetzt rechts rumfahren nach Forst Süd, würden wir einen höheren Steigungsgrad haben. Gut, dass wir da nicht lang wollen. Sehr lustig finde ich auch mal wieder, dass da eigentlich Baumstücke in der Erde rumhängen. Oh, wir fahren ja locker mit 30 hoch. Beschleunigen sogar noch ein bisschen. Das ist doch ausgezeichnet. Da haben wir dann auch die nächste Weiche wieder. Und wir sind auf dem vorletzten Stück quasi, um zum Hafen zu kommen. Nein, das war gerade kein Sekundenschlaf. Überhaupt nicht. Ich sollte vielleicht nicht mehr weiter irgendwelche schweren Maschinen bedienen. Zum Glück muss ich kein V-Life-Auto mehr fahren. Da bin ich echt froh drum. Schön, dass man im Banditenlager und allen anderen einfach die Items mitnehmen kann, ohne dass sie meckern. Ja. Einfach alles mitnehmen. Brauchen die eh nicht mehr, klauen die sich eh wieder zusammen.
Solltest du zwischenzeitlich so weit sein, dass du ein Minengebäude bauen kannst, dann sag doch mal Bescheid, was man dafür machen muss, sollte ich das bis dahin noch nicht rausgefunden haben. Das ist in Sekoku Dynasty tatsächlich eine Sache, die ich noch machen muss und die ich noch machen will, und ich habe es noch nicht hinbekommen. Ich vermute mal, dass man dazu im Tempel die zweite Aufwertung bekommen muss. Und ja, nimm den Schreibtisch ruhig mit. Ja, das ist doch besser. Sachen klauen und direkt wieder verkaufen. Das ist ja quasi wie bei einem Rollenspiel. Willst du fast neuen Schreibtisch kaufen? Ich korrigiere, der ist quasi neu. Der ist jetzt nicht mal ein halbes Jahr alt. Okay, ja, wenn ich so weit bin, sag ich Bescheid. Oh, danke. Ich habe mir tatsächlich vor wenigen Monaten einen komplett neuen Schreibtisch gegönnt. Weil mein alter nach 20, 25 Jahren, 20 Jahre müsste es ungefähr sein, vielleicht doch nicht mehr so optimal war. Das Einzige, was dieser Schreibtisch halt jetzt nicht kann, ist, konnte der vorherige auch nicht, Höhenverstellbarkeit. Es ist halt auch ein riesiger Eckschreibtisch, auf dem mehrere Monitore stehen, unter anderem halt Arbeitsrechner-Monitore für den Render- bzw. Streaming-Rechner sowie für den Gaming-PC. Dementsprechend muss der groß sein. Den ganzen anderen Sachen, Drucker, Switch und so weiter, habe ich alles auf den alten Schreibtisch meiner Freundin ausgelagert, der jetzt quasi daneben steht. Ich benutze quasi einen kompletten Raum nur für Elektronik. Dann frage ich mich dauernd, warum es hier warm ist. Ach ja, es ist Sommer. Das ist es. Und der Raum ist kleiner als mein vorheriger Raum, in dem ich hier meine Elektronik geparkt habe. In der alten Wohnung hatte ich einen riesigen Raum, wo ich drin gestreamt habe. Dementsprechend war das mit der Wärme da weniger problematisch. Dazu kommt, dass das alte Haus auch kein Sandsteingebäude war, wie das neue hier, und das heizt dann auch nicht auf. Was auch erklärt, warum ich dauerhaft die Facecam aus habe. Es ist einfach. Ich sehe einfach den ganzen lieben langen Tag aus, als würde ich kurz davor stehen, zu zerfließen. So, wo sind wir? Bei der nächsten Kreuzung. Ja. Machen Hot Tub Stream. Von den Temperaturen her, super Idee. Also, da wäre ich sofort dabei. Aber ich glaube, da würde ich auch die letzten Zuschauer, die ich habe, verlieren. Ich meine, mein Kanal heißt heißt ja nicht so wie eine Dame, die einen kornähnlichen oder einen getreideähnlichen Namen trägt. Die kann das machen. Aber ich fürchte, wenn ich das mache, flüchtet die einfach nur in Scharen. Oder stecht euch die Augen aus oder sowas der Art. Nee, dafür will ich dann auch nicht. Nee, da will ich nicht verantwortlich für sein. Ah, 40? 40 ist etwas langsam weniger als das, was ich gerade fahre.
Da freut man sich gerade mit 50 den Berg hochgekommen zu sein. Jetzt muss man wieder auf 40 runterbremsen. Ja, ja, ja. I've seen worse. Gut, Otter, du bist die Ausnahme. Du würdest tatsächlich deine Augen behalten. Ja gut, beim Kater wahrscheinlich auch, aber alle anderen hätten ein Problem. Und wie gesagt, das will ich dann einfach nicht verantworten. Und was du, also Otter, du und der Kater so schönes sonst noch so anguckt, das ist ja nicht mein Problem. Ich wollte gerade sagen, hier kann ich noch eigentlich 70 fahren, da kam da schön 50 auf. Nachdem wir jetzt gerade bergab beschleunigen, brauche ich, glaube ich, auch kein Gas geben. Das erledigt sich ja quasi von alleine. Oh je, mehrfach traumatisiert nennt man das. Oh ja, oh ja. Ich glaube, ich weiß, wovon ihr redet und ich wollte es auch nicht wissen. Geteiltes Leid, geteiltes Trauma. Doppeltes Trauma. So. Da rollt man gerade mal auf 50 hoch, schon muss man wieder abbremsen auf 40. Schlimm das. Ich kann sagen, hier ist doch garantiert irgendwo ein Schild, wo man schneller fahren darf. Da ist es auch. Seht ihr das? Das da hinten ist das Ende unseres Zuges. Das würdet ihr sehen, wäre es hell. Okay. Ah, das ist die letzte vom Hafen. Die nächste Kreuzung ist im Hafen. Links rum 40. Ich habe keine Lust, dass irgendwas von diesem Zug da unten ins Wasser fällt. Den da wieder rauszubekommen, ist garantiert nicht so einfach. So, das meiste von Banditenlager gesehen, Inventar voll. Sehr schön.